An welche Stelle deiner Vergangenheit willst du am liebsten nicht mal mehr denken? Natürlich gibt es viele Situationen, ja, die für mich jetzt unangenehm sind und Lebenssituationen, die für mich schwierig waren. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so ein Mensch, der dann nicht mal dran denken will oder kann. Natürlich, manchmal werde ich sentimental, wenn ich an bestimmte Erlebnisse nachdenke und muss vielleicht weinen, aber ich tue das gerne, weil das einfach ein Teil meines Lebens ist und nur weil diese eine Sache in diesem Jahr oder diesem Monat oder einfach in dieser Zeit passiert ist, heißt es ja nicht, dass es in dieser Zeit keine guten Dinge mit dabei gab. Deswegen denke ich schon gerne dran, weil aus Fehlern lernt man einfach und ja. Also ich blicke auch gerne also in alle Lebenssituationen zurück und ja, und denke mir vielleicht so, die arme Gulli, da hattest du viel Stress, aber ich denke immer wieder gerne dran. Würdest du einen erhaltenen Liebesbrief an deine Freundin oder Familie zeigen? Also, es war mal so, dass ich ein paar Liebesbriefe bekommen habe. Die lagen aber vor unserer Haustür und die habe ich nicht gesehen. Und mein Vater ist zurückgekommen, beziehungsweise, also der lag an meinem Geburtstag vor unserer Haustür. Und da wurde nicht mehr geklingelt, gar nichts. Und irgendwann mal kamen Gäste und wir haben aufgemacht und haben ja gesehen, dass da unten einfach so ein Blatt Papier liegt. Dann haben wir das aufgehoben und dann haben wir halt vorgelesen, also weil da stand ja auch kein Name dabei. Deswegen habe ich das, also haben wir das vorgelesen. Aber ich glaube, es hängt immer so von der Situation drauf ab. Ich meine, wenn da kein Name drin steht, dann ist es ja nicht so schlimm. Aber ich weiß nicht, also wenn dein Name dabei steht, ja, keine Ahnung, weil wenn diese Person das so offensichtlich macht, dann hat er ja damit gerechnet, dass dann vielleicht meine Eltern oder jemand anders es auch hätte lesen können. Ich erzähle euch aber die Geschichte zu dem Liebesbrief mal anders, weil das ist eine andere Geschichte. Ja, also ich weiß nicht, ob da was, also ob da jetzt was Krasses dabei ist, weil ich glaube, Liebesbriefe schreibt man eher, wenn man jung ist. Also ich weiß nicht, ob man jetzt immer noch so Liebesbriefe schreibt. Ich glaube, jetzt schreibt man sich halt eher online an. Aber ich glaube, es würde drauf ankommen. Aber ich bin so ein Mensch, ich kann Geheimnisse für mich behalten, ja? Wenn diese Person sagt, bitte erzähl es keinem, dann erzähle ich es keinem. Also könnt ihr mir jetzt Liebesbriefchen schreiben. Ich freue mich. was fandest du damals besser? Kindergarten oder Grundschule? Also, es sind halt zwei unterschiedliche Dinge. Kindergarten, da ist halt alles noch so naiv und man muss sich um gar nichts Sorgen machen und einfach nur spielen, mit den Freunden da sein. Es ist einfach so eine schöne Zeit, weil ich meine, ich weiß nicht, wann die meisten in den Kindergarten gehen, 3 bis 6 oder so. Und es ist halt einfach, ja, man wird groß mit anderen. Genauso wie in der Grundschule, man wird mit anderen groß und tritt dann vielleicht in die Übergangs, wer ist es? Weiterführende Schule auch, und dann wächst man auch gemeinsam auf. Das ist schön, aber in der Grundschule fängt halt schon der Stress an mit den ganzen Noten und auch mit den ganzen bösen Kindern, weil ich glaube, im Kindergarten ist es eher noch so harmlos. Da wird man vielleicht ausgelacht, aber da nimmt es, glaube ich, auch keiner ernst. Aber in der Grundschule fangen halt schon die meisten Zickereien an. Aber Grundschule ist auch eine wunderschöne Zeit. Außer, dass du dich halt anstrengen musst, um gute Noten zu bekommen. Ja, Kindergarten. Ja, Kindergarten. Ja, man kann das eigentlich nicht vergleichen, weil im Kindergarten bist du noch ganz, ganz jung und in der Grundschule hast du halt einige Jahre und wirst halt erwachsener. Deswegen, ja, ich finde beides schön. Aber Kindergarten ist nochmal so, ist nochmal lockerer. Hast du schon mal dein Handy ins Klo fallen lassen? Nee. Ich habe zwar mein Handy überall mit dabei und meine Kamera, aber also ins Klo fallen gelassen habe ich es nicht. Und ich hoffe, das wird mir auch nicht passieren. Ich weiß, bei den meisten passiert es, weil das in der Hosentasche liegt. Und dann fliegt es rein. Aber ich glaube, ich würde mich so aufregen.
dann funktioniert, also dann geht das Handy ja kaputt, oder nicht? Bist du schon mal in Schlafsachen rausgegangen? Ja, ich bin tatsächlich mal mit einer Pyjama in die Schule gegangen. Also, es war halt eine Pyjama, aber man hat es jetzt nicht so direkt gemerkt, dass es eine Pyjama war. Und dann habe ich es einfach angezogen und halt, keiner hat es gemerkt. Ja. Ich glaube, ich war einfach nur zu faul oder ich habe es vergessen oder ich hatte keine Zeit. Irgendwas war da. Hast du jemals dein Kaugummi unterm Tisch geklebt oder runtergeschmissen? Ja, mache ich jeden Tag. Ist mir egal. Wenn das Klopapier alle ist, würdest du die Papprolle benutzen? Ja, aber man kann die ja nicht runterspülen. Ja, wenn mir nichts anderes übrig bleibt, vielleicht. Wenn's da kein, es gibt manche Toiletten, da gibt es keinen Mülleimer. Und Papprolle kann man auch nicht runterspülen. Soll ich dann einfach mit so einer. Im schlimmsten Fall beschissener, angeschissener Papprolle rauslaufen oder was? Nee. Ich würde einfach die Hose hochrollen. Isst du auch mal was vom Boden? Ja, also die 3-Sekunden-Regel gilt nicht bei mir. Ich esse alles. Egal ob 1, 2, 3 Sekunden, ich esse alles vom Boden. Wäre es dir peinlich, wenn jemand deine Fotos auf dem Handy sieht und würdest du es erlauben, dein Handy, Telefon zu nehmen ohne Erlaubnis? Okay, also ich muss ganz ehrlich, ich habe schon einige peinliche Fotos, also jetzt nicht in dem Sinne, dass, also jetzt im Sinne, dass sie halt so gestört sind. Und ich habe schon mit Lucia und so, mit meinen Klassenkameradinnen, Freundinnen gesprochen, dass wenn jemand mal so einfach mal kurz vorbeigeht und sich das anschaut, was ich alles, also was ich gerade anschaue und ihr zeige, oder einfach mal mein Handy findet oder einfach es in die Hand nimmt und sieht, was da alles für Fotos sind, weiß sie nicht, was diese Person dann über mich denken wird. Weil ich habe echt ganz, ganz komische Fotos und ich werde dazu auch ein eigenes Video machen, wo ich darauf reagiere. Das wird auch bald kommen. Ja, deswegen, also es wäre mir nicht peinlich, es würde wahrscheinlich für die Person peinlich sein. Aber ich habe auch nichts dagegen, wenn jemand mein Handy nimmt. Also wenn jetzt eine Freundin kurz mein Handy ohne Erlaubnis nimmt, also ich brauche ja keine schriftliche Erlaubnis drum. Also ich bin da locker, ich habe nichts zu verstecken, nichts zu verheimlichen. Ja, ich bin nicht so ein Mensch, der dann die ganze Zeit davor steht und guckt, was diese Person macht. Also ich bin da locker. Hast du schon mal ins Schwimmbad oder Meer gemacht? Ja. Also nur klein. Groß, also groß kam noch nicht dazu, kam ich noch nicht dazu. Hast du schon mal deine Puppe gegessen, als ich klein war? Ich habe da, also ich weiß noch, wir sind da, glaube ich, U-Bahn gefahren und da war dann so ein Typ, so ein erwachsener Mann, der einfach so gemacht hat, also gepuppelt und einfach so. Und ich dachte mir so, also muss ich auch versuchen oder also gehört es sich so oder keine Ahnung. Und dann habe ich eine Zeit lang meine Puppe gegessen. Ich habe einfach so, ich weiß, es ist gestört, aber ich war klein, vielleicht 4, 5. Ja, aber also irgendwann mal habe ich es gecheckt, dass es nicht so, dass es eklig ist und komisch ist, deswegen habe ich angefangen mit dem hier. Ja. Würdest du lieber dünn und haarig sein oder fett und glatt? Dünn und haarig, dann würde ich mich einfach rasieren. Und wenn jetzt gemeint ist, dass man für immer haarig bleibt, dann. Ja, fett würde ich auch nicht sein. Ja, dafür bin ich glatt. Ja, ich bin eh schon fett, deswegen fett und glatt. Würdest du beim ersten Date eher ins Schwimmbad oder in die Sauna gehen? Ich glaube, keines von beiden. Ich weiß nicht, ob man beim ersten Date ins Schwimmbad geht. Eine Sauna glaube ich nicht. Ja, man will ja ein schönes Date und nicht so verschwitzt. Schwimmbad, ja, vielleicht. Ja. Warst du schon mal beim Online-Dating angemeldet?
Ja, ich habe auch ein eigenes Video dazu gemacht, meine Erfahrungen auf Tinder. Ich war mal angemeldet, aber nur zu, also nicht zum Zweck, jemanden zu finden, sondern einfach aus Neugierde. Und da war ich 12. Das ist echt krass, dass da alles passiert ist, aber ja. Da war ich 12 und da hatte ich das erste Mal eine Online, habe ich mich das erste Mal auf einem Online-Dating-Portal angemeldet. Ja. Ganz schön jung, ne? Wurdest du schon mal von fremden Männern angeflirtet? Ja. Es war, glaube ich, vor 2 Jahren oder so, da sind wir so entlang eines Sees gegangen. Und dann war da so eine Männergruppe im Wasser und die haben, glaube ich, Volleyball gespielt oder irgendeine Ballsportart, keine Ahnung. Und die so, hübsche Dame, komm zu uns, spring doch zu uns rein. Ich denke mir so, bin einfach weggegangen. Hast du schon mal versucht, sexy Fotos von dir zu machen? Ja. Hat aber bis jetzt nicht geklappt. welches Tier ähnelt am meisten deinem Essverhalten? Einem Schwein. Ich esse einfach alles. Hauptsache in den Mund. Warst du schon mal auf jemand sauer, weil er unvorteilhafte Fotos von dir veröffentlicht hat? Also ich war schon mal, es hat mich schon mal genervt, dass man halt viele Fotos macht und dann ist es halt manchmal so, dass man von ein oder zwei Fotos von 10 mal eben komisch guckt oder irgendwie den Mund aufmacht oder so und dass dann deine Freunde posten. Denke ich mir so, hättest du nicht das nächste Foto aussuchen können, wo wir alle genauso aussehen, also gut aussehen, du halt genauso, ich schöner. Ich finde es, jeder schaut einfach nur auf sich selbst. Das ist echt traurig. Schläfst du gerne nackt? Ja. Eigentlich habe ich immer was an, aber manchmal schon nackt. Aber ich habe Angst, wenn ich nackt schlafe, dass dann halt Insekten kommen. Dass Insekten halt vor allem im Sommer reinfliegen und mich dann bestechen. Ja. Aber eigentlich kommen die auch so dran, auch wenn du was anhast, deswegen. Ja, eigentlich habe ich schon irgendwas an. Hast du ein Tattoo oder Piercing, das man eventuell nicht sieht? Wenn ja, verrate, was es ist, wo es sitzt und zeige es. Nein, ich habe nichts von beiden. Also kein Piercing, kein Tattoo und will ich auch nicht haben. Ja, das war's mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte einen Daumen nach oben, abonnieren und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Wiedersehen.